Hallo und willkommen hier zu Pokémon mit der Glurak GX Collection Premium Box, was weiß ich, enthält eine Glurak GX Karte mit überdimensionalen Illustrationen, ein paar Booster Bags, sowie da noch Glumanda und Glutexo und das normale Glurak GX in der normalen Form. Und auch so eine kleinen Button oder Anstecknadel. Gut, öffnen wir es. Und natürlich auch eine Glurak Münze. So, das ist jetzt da geöffnet. Okay, dann machen wir das auch noch so. Ups. Die. Na, warum kommt das jetzt nicht raus? Okay. Die Pokémon-Münze. Eine Glurak-Münze. Sehr schön. Dann noch die Pokémon-Anstecknadel. Die ist auch sehr cool. Und das jetzt hier da so, ja. Okay. Und jetzt kommen wir dann noch natürlich zu den einzelnen Karten. Hier nochmal das Glutexo, das Glumanda und ganz vorsichtig sein, das Glurak GX hier mit Feuerroter Sturm, 300 Angriff oder Tobsucht, Anfall GX. Und den Gegner einfach Deck auszumachen. Das legen wir hier ins Eck drauf. Dann wie gewohnt, eine überdimensionierte Karte von der Jax-Karte. Und nun beginnen wir jetzt mit den Booster Packs. Und da würde ich sagen mit Sonne und Mond. Okay. Öffnen wir es mal. Das bringt uns schon mal einen Dratini an. Ein Dratini, ein Thunderbug, ein Bubungus, Imantis, Geweiher, ein Ratzfratz und ein Smetbo, Hypno, Maximalasia und Frubaila. Okay, nicht so gut dabei. Dann nehmen wir das andere Sonne- und Mond-Booster. Okay, öffnen wir das Ganze mal. So. Dann haben wir das hier. Traumato, Wommel, Panzerjerum, Frugel, dann Alola Dicta, Sonderbonbon, nicht schlecht, Sonderbonbon. Und ein Labras GX in Full Art. Ja, sehr schöne Karte. Den ganzen Sturm dahinter, das Artwork ist ziemlich gut. Okay, mit Eisstrahl GX. Das ging als aktive Pokémon, das ist jetzt paralysiert. Ich meine, es ist jetzt nicht so gut, aber es ist immerhin eine Basiskarte. Dann noch Pflanzenergie. Hallo, was ist Nobiliget? Marikek. Und noch ein Sonderbonbon. So, jetzt kommen wir hier zur Stunde der Wächter. Stunde der Wächter. Okay. Hier mit einem Miniras. Eine Reißlaus. Ein Macholo. Ein Weilmeer. Ein Velursi. Ein Metank. Ja. Und ein Capufalla GX. Na, diese Box hat sich ja wirklich ausgezahlt. Auch mal wieder in Full Art. Mit Fähigkeit Wunderfang. Ich kann eine Unterstützerkarte holen. Energieantrieb, 20 mal der Anzahl der beiden aktiven Pokémon angelegten Energien zu und Kapo-Heilung heilt allen Schaden bei zwei Pokémon auf meiner Hand. Das ist wirklich einmal eine sehr gute Karte hier. Und dann diese Box da, dann noch ein Mashok, ein Scorlio und ein Qualilo. Ja, das freut mich schon mal hier da. Zwei Full Art GX Karten. Hier dann nochmal eine Stunde der Wächter. Okay, dann nehmen wir das da hier. So, ein Weilmeer ist am Anfang dran. Eine Velurisi wieder mal. Paragoni, da ist sogar ein Mimik. Ein Iguana, ein Tanhill, ein Tentoxa und ein Weilord. Das schaut sehr putzig aus. Wasserenergie, Schutzzone des Ätherparadies. Ein Alola Girock und ein Haller.
das ist auch gut. So. Jetzt kommt noch zweimal Nacht in Flammen. Mal schauen, wie viel Glück wir da haben. Jetzt wird sich der Stapel da schon ein bisschen erhöhen. So. Das sind wir weg. Ein Wommel. Ein Araqua. Das schaut wirklich lieb aus. Togedemaru. Ein Reislaus mit der Fähigkeit Reißaus. Mauzi. Oh, noch ein Clutexo. Das ist eh gut für Glurak GX. Und ein Necrosoma GX in Full Art. Was für eine Box ist das bitte? Mit der Fähigkeit Lichtuntergang verhindert allen Schaden, der in diesem Pokémon durch Attacken von Normal-Pokémon zugefügt wird. Mit Prisma-Explosion 10 plus, lege alle Psychoenergien von dieser Pokémon auf deinen Ablagestapel. Diese Attacke fügt 60 Schadenspunkte mehr mal der Anzahl der auf diese Weise auf den Ablagestapel gelegten Karten zu. Ist auch nicht schlecht. Und Schwarzer Strahl GX. Fügt jeden GX und X deines Gegners 100 Schaden zu. Und er wird nicht durch Schwäche und Resistenz verändert. Holy. Was ist das für eine Box? 3 GX Full Art in Booster, dann noch ein Glurak GX. So drinnen natürlich. Okay, das sind noch die restlichen. Eine Rollung, Vegeta, Schwächenschutz und die Energie natürlich. So, ein Booster ist noch da. Eines ist noch da. Das haben wir gerade gezogen. Oh, ich war wirklich im Hinweis, ob ich das überhaupt hole oder nicht. Aber es hat sich voll und ganz ausgezahlt. So, dann haben wir hier ein Raupi, ein Porygon, ein Karadonis, Myrapla, noch ein Glumanda, das schaut so traurig aus. Ein Larshuking mit Anschwimmen. Ist auch nicht so schlecht, aber es ist Phase 1. Wehrlos. Wow. Wenn du keine Karten auf deiner Hand hast, ignoriere alle Energien in den Kosten dieser Attacke. 110, einfach so, wenn ich keine Handkarten habe. Ich meine, das ist ein Decküberlegungswert oder was, dass man da irgendwas macht. Und dann Wolverock. Das Energie, naja, noch ein Clutexo und ein Bisasam. Okay, das war's. Wir haben hier natürlich die Highlights da, die Stammkarten, die wir schon von Anfang an klar sind, dass man die kriegt. Glumanda, Glutexo, Glurak GX und dann haben wir einmal ein Labras GX gezogen. In Full Art, dann ein Capofalla GX in Full Art. Und ein Necrosoma GX in Full Art. Okay, das war's. Und ich wünsche euch dann noch viel Spaß. Und bis zum nächsten Mal.